So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Oh yeah, im letzten Part sind wir hier lang gelaufen, haben ganz viel gelesen wieder mal und sind jetzt in der Südwasserhöhle, um herauszufinden, ob es mit dem Reliktfragment vielleicht tatsächlich mehr auf sich hat. Wow. Außerdem ist Team Totenkopf auf den Fersen, will unser Dinge schon wieder klauen. Und die haben hier für unseren alten Freund Quirtle bedroht, die Schweine, Salzwasserhöhle Lufia. Der Gastrodon, willst du dich nicht uns anschließen, eventuell? Du Typ da oben, komm mal her, ich werfe jetzt... Moment mal, lass mich mal raten, dass Wasserattacken auf dich nicht wirken. Oh, oh. Das ist nicht gut. Habe ich gar keine nichts zum Werfen dabei? Scheinbar nicht. Oh nein! So, dann gucke ich mal. Oh wow, okay, ein Biss reicht eh schon aus. Hoppala. Nun ja, also wegen Sturm so kalt und so, ne? Ihr wisst ja, das ist ja quasi wahrscheinlich so wie der Blitzableiter hier in Mystery Dungeon, wobei ich nicht weiß, wie genau die Fertigkeiten in Mystery Dungeon funktionieren. Das kann ja immer etwas anders sein. Beziehungsweise es war ja schon häufiger so, dass es immer ein kleines bisschen von dem abweicht, was man so kennt. Nun ja, was auf jeden Fall keine Abweichung ist, dass wir jetzt direkt wieder die Treppe finden und einmal runterzukommen. Jo, guck mal, meine Güte. Wie an der Stratthöhle, so mag ich das. Hi, Aonitas. Boom. Das ist echt eine sehr gute Kombination mit Biss und Aquaknarre. Es hat ungefähr gleich viel MP. MP, sage ich schon. Ungefähr gleich viel AP. Und trotzdem... Ein Belebersamen. Ungefähr gleich viel AP und ja, man nutzt quasi zwei Angriffe anstatt nur einen. Hm. Ja, nehmen wir den Energieball, haben wir eh zweimal. Nicht, dass ich den nochmal brauche oder so, was auch später genau, habe ich zwei Pokémon im Team, bei denen ich es brauche. Hör auf damit, Mann, lass es gar nicht tun! Böses Ammonitas. So, aber ich möchte trotzdem meinen Gastrodon, weil ich glaube, die können sich uns bestimmt auch an... Schon wie... Moment, nee, das ist ein Belabersamen. Aber ich möchte den mal ausprobieren. Also nicht an mir selbst, sondern... an einem Gegner. Wir haben nur eine Sinelbeere. Upsie. Gegen den Apfel. So, hab ich gar nicht mitbekommen. Derp. Naja, schauen wir mal. Und da geht auch direkt wieder eine runter. Oh, meine Güte. Salzwasser U8. Jugong, Jugong. Na, kein Jurop diesmal. Jurop. Ja, wer schwarz gesehen hat, der wird wissen, was ich damit meine. Oh, guck mal, ein Kingler. Das lassen wir nicht schlafen, denn Jan ist wieder im aggressiven Modo. Sagt dem Motto, oh, es kann dich nicht wehren. Ich muss es sofort umbringen. Kommt dem echten Jan übrigens ziemlich ähnlich, weil der ist auch immer so. Wenn man Jan in einem Raum schläft und man als erstes einpennt, dann... Ja, dann, meint er immer, einen Streiche spielen zu müssen und haut einen zum Beispiel hier so einen Amboss ins Gesicht und meint dann, nur, war doch voll lustig oder so. Nee, nee, immer wieder dieser Jan. Ha, fies. Okay, hier liegt auf jeden Fall sehr viel Geld rum. Mit sehr viel meine ich diese 72, die gar nicht mal so viel sind, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Schon wieder ein Dragonier. Hatten wir das nicht neulich erst schon mal oder hatte ich gerade irgendwie eine Fehlerinnerung? Auf jeden Fall meine ich, das Dragonier hätten wir schon mal als Gegner gehabt. So, die Erfahrungspunkte sind bleiben konstant hoch, finde ich gut. Und, oh, guck mal, da sind wir schon bei einem Zwischenspeicher gelandet. Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle vorgedrungen. Hey, Plauder... Entschuldigung. Hey, Plauder-Guy, kommen wir der Stelle näher, an der du dieses Muster gesehen hast? Jan, bist du etwa betrunken oder was war das eben? Ich hatte nur einen Schluck auf, Mann. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Allerdings, wie schon gesagt, jeder Schritt führt uns auch diesen bösartigen Pokémon entgegen. Ja, und wir müssen vorsichtig sein und die Augen offen halten. Aber wir müssen nicht mehr weit gehen. Lass uns am Ball bleiben, Chris. Ach, au, Alter. Ups, Entschuldigung. Wahahaha. Hey. Wahahaha. Lange her, Schwächlinge. Oh, ihr seid die Netten, nicht wahr? Ihr seid dieses nette Team, nicht wahr? Ach, stimmt ja, die wissen das ja gar nicht. Wie ist es das? Das Relikt-Fragment. Das ist... Zack. Krachacha, ich nehme das an mich. Hey. Wahahaha, jetzt wirst du schon zum zweiten Mal deshalb ausgeraubt. Du lässt es ja nicht so viel steht fest. Warte! Warte bitte! Ich fürchte, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Warum seid ihr überhaupt hier? Wir haben keines von Team Totenkopf gesehen, seit ihr bei der Expedition plötzlich verschwunden seid. Ich war um euer Wohlbefinden besorgt. Besorgt wie? Rachracha. Eure Gilde ist voller glaubwürdiger Trottel, die darauf warten, geschöpft zu werden. Geschröpft, aha. Oh, dein Verhalten und deine Sprache sind auf einmal so ungehobelt. Plauder-Guy, sie haben die Gilde die ganze Zeit getäuscht. Sie sind ein schlechtes Erkundungsteam. Team Totenkopf flieht aus einem Haufen krummer Hunde. Wow. Was? Stimmt das? Wahaha, was denn noch? Man muss doch unscheinlich naiv sein, wenn man sich täuschen lassen. Zum Art. Na, wir werden schon den ganzen Reliktfragment. Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gehen. Ja, denn du weißt bestimmt, wo das ist. Halt doch die Augen aus, ihr Schwächlinge. Tschüss. Ja, Assis.
Kreisch! Kreisch! Diese miesen Schufte! Mich zum Narren zu halten! Kreisch! Damit werden sie nicht durchkommen! Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen! Ist auch schon geil, dass die einfach da stehen bleiben, während die gemütlich weggehen. Leute, Jan macht doch nicht wieder den gleichen Fehler. Hey, warte, Plaudergei. Er ist weg. Plaudergei war so aufgebracht. Ich hoffe, ihm wird nichts zustoßen. Ich meine, hier lauen überall diese boshaften Pokémon, von denen er uns erzählt hat. Nicht nur das, wir müssen auch noch mein Reliquienfragment von Skunktank zurückholen. Sei froh, dass sie in die Höhle reingerannt sind, also quasi in eine Sackgasse. Früher oder später werden sie in der Falle sitzen. Wir sollten uns auch beeilen. Na klar, los geht's, Trick mal. Möchtest du weitermachen, aber selbst reden möchte ich das. Untere Salzwasserhöhle. Schade, ich dachte, da wäre vielleicht schon wieder ein Beliebersam. Was ist für eine James-Bond-Musik? Hört euch das mal an. Ich weiß nicht, das klingt für mich so voll wie die so... Achtung, geheime Aktion-Musik. Naja, aber wir sind ja quasi auch so eine geheime Aktion. Wo ich gerade dieses hellblaue Azugumi hier sehe, ist auch so, ne? Azugumi, genau. Fällt mir wieder ein. Der Angriff steigt um 1. Ja, guck mal, nice. Fällt mir wieder ein, dass ich das... Ich bin mal gespannt, wann endlich das kommt, wofür ich mir die... Oh Gott. Ich hoffe, das wirkt hier nicht genauso wie im echten Spiel. Wo ich die ganzen Blaugummis für aufheben sollte. Weil das wurde mir irgendwie Part 1 oder so immer wieder gesagt. Und wir haben jetzt Part 55. Und irgendwie haben wir es bisher nur immer noch nicht so wirklich benötigt. Deswegen, naja. Hattet ihr wohl recht. Also diejenigen, die gesagt haben, die Leute übertreiben es ein bisschen. Okay, was werfe ich denn jetzt weg? Verdammt doch mal. Nehme ich einen Schlaforb. So, die Orbs funktionieren nicht bei Bosskämpfen und bei Monsterräumen bleibe ich sowieso lieber bei Erstarrorbs. So, hallo Gastrodon. Kann man gegen dich kämpfen? Kannst du dich uns anschließen? Und hast du das, jupp. Der Sturm so. Nein, Jan, töte es nicht. Ich muss sie doch umbringen, wenn wir sie rekrutieren wollen. Untere Salzwasserhöhle. Oh, ich sehe viel Salz und viel Höhle. Und Tentacha. Du kannst dich uns auch gerne anschließen. Ganz viele Wasser-Pokémon, na egal. Bam, schon, komm, friss das! Yay, Jan erreicht Level 33, mein Level ist gestiegen! Um 2, um 1, um 1, um 1 und um sage und schreibe weitere 1. So, dann haben wir erstmal wieder eine Ebene tiefer. Schauen wir nochmal, wie tief das hier noch geht. Wie tief kannst du gehen, quasi, so im wahrsten Sinne. Ihr versteht schon, quasi... Oh. Gut, noch ein bisschen Geld und wieder eine Ebene tiefer. Meine Güte, wenn das so weitergeht, dann haben wir ruckzuck das verborgene Land gefunden. Wobei ich mich immer noch frage, wo Knuddelluft nun hin ist. Also vielleicht ist er schon mit Lapras mitgesurft, sage ich mal, weil irgendwas muss er ja brechen, meinte er. Irgendein Versprechen und damit, also ja, ein Versprechen brechen und damit meinte er nicht sich übergeben und so. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Essen bitte. Jan, lass es dir schmecken. Das war lecker. Nom 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 nom. So, was ist das? Orangegummi. Und da mal einmal wieder essen. Bevor ich sie liegen lasse oder so, dann können wir es auch gleich lieber mal einfach so essen. Schadet doch sicherlich nicht, wenn man so etwas dabei hat. Hallo Stern, du. Bim, 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 Mann. Bim, einfach in your face. Was sagt er da? Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall, Tentacha kriegt jetzt auch erstmal ordentlich was ab. Oh Gott, oh Gott, ein Gift-Hieb. Das ist strong, too strong und so. Brr. Nur gut, okay. Wir führen hier gerade wieder mal nach den ganzen Strandhöhlen, wurde es auch mal Zeit, dass wieder mal ein Donnerberg zum Vorschein kommt. Und wow, die sind aber so schnell kaputt hier. Und so viele Erfahrungspunkte. Jan ist auf die Sprengfalle getreten und ich krieg dafür auch Schaden. Da, warum? Da. Okay, das muss dann hier unten sein. Richtig, ich hätte einfach nach rechts gehen müssen. Verdammt, ich noch eins. Warum? Guck mal, da schon wieder ein Gummi, was wir einfach mal so mitnehmen können. Essen? Nein. Essen? Ja. Essen? Moment, halt, stopp, Jan. Lass es dir schmecken. Hm? Okay, ich dachte schon, er lernt irgendwas, weil das Spiel kurz stehen blieb. Oh, oh. Nein, 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 nein. Dann möchte ich nicht den Platz mit ihm tauschen, weil der kann ja nicht mitkommen dann. So, aber so kann er auf jeden Fall mit. Ah, guck mal, noch ein Gummi. Das ist ein Goldgummi. Ja, das ist für Psychos gewesen, glaube ich, oder? Psycho-Pokémon. Richtig, richtig. Lass es dir schmecken, Jan. Du bist ja auch ein kleiner Psycho, also kein Psycho-Pokémon, aber... You know what I mean. Salzwasser-Höhlengrube. Das kam mir relativ kurz vor dieser Dungeon. Nun, wir sind tief hinabgestiegen, aber wir haben weder zu Plaudergei noch zu Team Totenkopf aufgeholt. Oh, es geht also noch tiefer? Hm. Hä? Huh? What? Aber dieser Ort, es ist furchtbar heiß und feucht hier. Oh oh. Entweder, nein, ich glaube, das ist eins dieser Pokémon, oder? Oder Plaudergei hat die verprügelt. Ach, egal, wir werden sehen. Hey, ich habe da drüben eine Stimme gehört. Gehen wir, Chris. Ich hab's doch gesagt, Plaudergei hat sie verprügelt, oder?
die wurden von diesem Monster, von diesen bösen Pokémon verprügelt. Wow, Steam Totenkopf. Ugh. Was ist mit euch geschehen, Leute? Oh nein, seid ihr von einer geheimnisvollen Gruppe von Gegnern angegriffen worden? Wahaha! Hast du das vorhersehen können? Der Ralf hat gewesen, das zu wissen. Wah. Nicht, dass ihr es uns erzählt hättet. Zwar. Skunk-Tank, alles okay mit dir? Jan, du musst nicht so nett zu ihm sein. Ha. Wir sind eurer Gnade ausgeliefert und du fragst mich, ob wir okay sind? Wie ekeler Regel großzügig könnt ihr Trottel denn noch sein? Ha. Wir lassen niemanden zurück, wenn er verletzt ist. Ha. Eure Sorge zieht ins Leere. Wir kommen wieder auf die Beine. Dieser aufgeblasene Plaudergei, er hat mich genug geärgert, damit ich durchhalte. Ha. Hä? Was hat Plaudergei getan? Das hat er getan. Dieses Plaudergei kam erst lange, nachdem wir niedergestreckt wurden, vorbei. Als er am Boden liegen sah, ha. Da beschimpfte er uns mit einer Reihe sehr gewählter Worte. Ha. Nach seiner Schimpftirade ging er seit der meines Weges. Was er über uns gesagt hat, ha, ich sehe immer noch rot. Ich schäume so sehr vor Wut, dass ich auf keinen Fall hier aufgeben will. Ich komme hier raus und wenn ich kriechen muss, damit ich es zu diesem miesen Plaudergei heimzahlen kann. Aber bei längerem Nachdenken, ha, wir wären nah am Aufgeben, als uns dieser Plaudergei mit einer Schimpferei rettete. Ha. Mit Angeberei oder was? Ha. Aber auch wenn ihr sagt, ihr werdet gerettet worden, ihr seht aus, als hättet ihr immer noch starke Schmerzen. Team Totenkopf echt schon armer Haufen irgendwie. Die tauchen zwar mal auf, machen total auf Badass und yay, yeah, wir sind voll die Coolen und so. Aber am Ende sind es irgendwie immer die, die verprügelt werden. Ha. Wir waren alle die Zeit gemeint zu euch. Unseretwegen musstet ihr ein paar ziemlich schlimme Dinge durchmachen. Aber ihr zwei könnt auch immer noch dazu durchringen, euch und Leute wie unsererseits Sorge zu machen. Ja, ihr habt euch mit der einen oder anderen Sache wirklich wütend gemacht. Aber wenn wir euch so am Boden liegen sehen, dann können wir nicht einfach so vorbeigehen. Ha. Ach, der hat's gar... Plaudergei hat's gar nicht mit... Was? Wie dumm? Plaudergei, du hättest doch einsammeln müssen. Hey, das Reliktfragment. Ha, ups, das ist sonst gar nicht meine Art. Das Reliktfragment ist mir aus der Hand gerutscht. Ha. Und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Wie hast du es überhaupt getragen mit deinen vier Pfoten? Im Mund wahrscheinlich. Oder in seinem Stinkgeschweif da oben. Bah! Jan wird es zurückstehen. Ha. Skunk-Tank. Ich habe das Reliktfragment nur aus Versehen fallen gelassen. Du kannst es jetzt nicht aufheben. Du kannst es jetzt aufheben oder auch nicht. Skunk-Tank. Danke. Wofür der Dank? Beim nächsten Mal greifen wir wieder auf unseren Rattentrick zurück. Muss euch mit euch aufzunehmen. Ha. Ich habe so langsam das Gefühl, dass wir nie gegen die kämpfen werden, weil sie sich einfach immer selbst ausnocken und immer selbst in die Scheiße reiten. Ha. Ach ja, verschwendet nicht eure Zeit damit, euch Sorgen um uns zu machen. Ihr solltet euch lieber Sorgen um Plaudergei machen. Das stimmt. Wo ist Plaudergei hineingegangen? Wahrscheinlich nach Norden Richtung. Noch tiefer in die Höhle, oh mein Gott. Er ist tiefer hinuntergegangen. Es ist hinter dieser Gegnern her. Moment, Plaudergei verfolgt sie? What? Oh mein Gott, Plaudergei ist so cool, Leute. Er wird immer sympathischer. Ihr zwei solltet doch beeilen, hinterher zu gehen. Danke, Skunk-Tank. Wir gehen tiefer hinein und nehmen es mit ihnen auf. Skunk-Tank, sieh zu, dass du dein Team herausbringst und nicht aufgeben. Ha, ich verbiete mir die Bevormundung von Deep Totenkopf. Ha. Wir müssen gehen, Chris. Okay, alles klar, aber passt wirklich auf euch, Leute, okay? Also vor allem Smogon, weil Smogon ist cool, die anderen beiden, naja. Also sind auch coole Pokémon, aber Smogon ist der coolste. Ihr beide, könnt ihr euch bewegen? Wow, das ist nicht dein Ernst. Der hat mich so zerlegt, aber ich bin doch noch nicht so erledigt. Zimmert! Das war's also. Wir geben bestimmt einen schlimmen Anblick ab. Ha. Aber Boss, mir gefällt es, wie du das bis zum Schluss für dich behalten hast. Dass du auch eine gute Seite hast. Du hast dich rehabilitiert. Schweres Wort habe ich im Duden nachgeschlagen. Klappe halten. Ha. Aber ehrlich gesagt, Boss, sollte man noch etwas dazu sagen. Klappe zu, ha. Ach, die drei. Plaudergei! Hey, Plaudergei! Ah, ihr beide! Seid wachsam! Sie sind ganz nah bei uns! Ich konnte ihre verflüchteten Umrisse erkennen, als ich sie verfolgte. Aber als ich an diese Stelle kam, hatte ich sie schon aus den Augen verloren. Oh, die müssen hier irgendwo lauern. Ha? Wo denn, Mann? Jetzt aber echt mal, wo denn? Aber es scheint dir nicht zu geben, wo man sie verstecken könnte. Was ist das? Eine seltsame Vorahnung. Das sind nur Felswände um uns herum. Das, was ich aus dem Augenblick von Ihnen gesehen habe. Ich bin kurz davor, mich zu erinnern. Das ist es, als Sie mich das letzte Mal angegriffen haben. Ach so, er denkt ja gerade oder flüstert er. Ja, schön aus dem Nichts, aber tatsächlich kommen Sie.
coole Grafik. Wie creepy. Also ich mag die Pokémon jetzt, aber stell dir mal vor, ihr guckt irgendwo in eine Höhle, dann guckt ihr in die Decke und dann seht ihr die Viecher da hängen. Amoroso ist sowieso ziemlich creepy. Jan, Chris, passt auf! Sie sind über uns! Was? Oh, verdammt! Ich bin Tabutops! Und wir, die Gebrüder Amoroso! Alle Neindringlinge muss eine Lektion erteilt werden! Nimm das, verdammt doch mal! Plaudergei! Was? Damit lasse ich euch nicht davonkommen! Was haltet ihr davon? Die Geheim mit deiner Kameraden, mit deinem dicken Körper beschützt! Mit deinem Körper, mit deinem dicken, wo hab ich den dicken gelesen? Das ist nicht wirklich klug! Ich erinnere mich! Kabutops, dieser große Elf war schon einmal hier! Wir haben ihn auf die gleiche Weise umgehauen! Das hat er schon zum zweiten Mal gemacht? Dafür muss man schon reichlich doof sein! Sagt, was ihr wollt! Diese beiden, sie sind unsere besten Rekruten! Ich lasse nicht zu, dass ihnen etwas zuschößt! Plaudergei! Plaudergei! Haha, ihr seid. Hups, falsche Stimme. Ihr seid als nächstes dran. Nehmt das! Brumm. So, und jetzt nochmal die Frage: Wieso meinten so viele Leute irgendwie den ersten Part von wegen, du wirst Plaudergei später noch hassen? Also, ich mag ihn immer mehr. Kann ich null nachvollziehen. Plaudergei ist der. Neben Knuddelhof einer der coolsten Charaktere in dem ganzen Spiel. So, wie gehen wir jetzt vor? Am besten erstmal so, zack, okay. Kabutops, ich möchte mal jetzt was ausprobieren. Hat der Belabersamen irgendeine Wirkung bei dir? Werfen, friss das! Not really. Na gut, okay. Jan, dann darfst du jetzt mal... Oh nein, nicht Schutzschild. Jan, du wirst mal auf die Donnerwelle zurück... Vorbei, ach komm. Bleib bei Donnerblitz am besten einfach. So, dann kümmere ich mich hier um Amoroso derweil, also um das Amoroso. Zack, Biss und Aquaknarre, boom. What, schon besiegt? Okay, das war schnell. Okay, dann werde ich Jan mal wieder seine Attacken geben, damit ich das nachher nicht vergesse. Ich kenne mich ja. Das passiert ja gerne mal. Gut, dann kümmere ich mich um das Amoroso. Zack, boom. Und da kommt wieder der Donnerschock. Nein, der Donnerblitz wäre besser gewesen. Und Amoroso hat einen sehr lustigen Sprite, wenn es getroffen wird. Hupsala, ich habe daneben geschlagen. Das wollte ich nicht. Auf jeden Fall sind die keine Herausforderung für uns. Auch wenn Kabutops ungefähr 20 Mal mehr aushält als Amoroso. Eieiei. Mieps. Oh je, ja. Und da rennen sie. Plaudergei. Plaudergei, bist du okay? Und da musste ich schon wieder husten, meine Güte. Plaudergei, bist du okay? Halte durch. Plaudergei. What? Ah, guck mal. Oh, mit Reptane sogar. Diese Stimme, Gildenmeister. Knuddeluff und auch Reptane. Gildenmeister! Reptane! Ah, verdammt! Was macht Reptane? Kann ich nicht mehr, sorry. Was macht Reptane bei dem Gildenmeister? Das erkläre ich später, das ist wichtiger. Plaudergei. Ey, das ist übel. Plaudergei ist zu Boden gegangen. Hey, hey. Donnerwetter, er ist verletzt. Biliza. Plaudergei, bist du okay? Guck mal, wie er weint. Knuddel, bist du verletzt? Mir geht es gut. Ich bin gesund und munter, wie ihr seht. Plaudergei, es tut mir leid, Plaudergei. Wäre ich doch nur früher gekommen. Bitte mach dir keine Vorwürfe, Gildenmeister. Aber das ist so erniedrigend. Von denselben Gegner besiegt zu werden. Schon wieder. Das ist nicht wahr, Plaudergei. Als wir das letzte Mal hierher kamen, da wurdest du sofort K.O. geschlagen, Plaudergei. Deswegen wirst du dich kaum erinnern können, aber damals, als die Bande von Kabutox sich auf uns stürzen wollte, hast du mich vor den Attacken beschützt, Plaudergei. Ich hab's doch geahnt, dass genau das gemeint war. Wie bitte? Gleich danach habe ich mir die Bande von Kabutops vorgeknöpft. Knuddeluff, wenn du nicht gewesen wärst, um die Attacke abzufangen, Plaudergei, ich wäre auf der Stelle zu Boden gegangen. Ohne Plaudergei hätte es für mich übel ausgesehen. Wie er weint, der Gildenmeister. Oh mein Gott, die sind so toll. Das ist wirklich geschehen. Plaudergei, du bist mein unverzichtbarer Partner. Also Plaudergei und Knuddeluff sind quasi das, was Jan und ich sind. Oh mein Gott. Es ist eine Ehre für mich, diese Worte zu hören, Gildenmeister. Das macht mich zu einem sehr glücklichen Pokémon. Plaudergei! Plaudergei! Oh, Stimme! Sorry, wenn ich einen Hustenanfall habe, dann kann ich diese hohen Stimmen leider nicht mehr machen. Leute, bleibt ruhig. Ja, er wird durchkommen. Ihm bleibt noch Zeit. Schafft ihn zur Gilde.
Nun denn, schnell gehen wir alle zur Gilde zurück. Können wir vielleicht nur ein paar zur Gilde zurückgehen? Also ich meine, ich will mich auch um Plauderger kümmern, aber wir müssen doch noch hier die Höhle erforschen. Da war doch noch was irgendwie. Nein, wir werden Plauderger zurück zur Gilde bringen. Hä, hat das nicht gerade gesagt? Aber ihr, Chris und Jan, verstehe. Und du, Reptame, ihr drei müsst weitermachen, Knuddel. Aber macht euch keine Sorgen. Und außerdem, wenn ihr jetzt weitergeht, dann hätte Plauderger sich für nichts und wieder nichts vor euch geworfen. Ja, das seltsame Muster liegt vor uns. Beeilung. Danke, Knuddeluff. Wir werden weiter vorangehen. Oh yeah, Leute, voll epic, Mann. Lass uns gehen, Jan und Chris. Okay, gehen wir, Chris. Kümmert euch bloß gut um Plauderger. Ihnen darf nichts passieren. Viel Glück, Knuddel. Findet das verborgene Land. Was hat Knuddeluff mit Lapras besprochen? Und warum wollte er uns nicht mehr verraten? Ich würde sagen, Leute, das ist ein wunderbarer Übergang, um einen Schnitt zu machen. Das war Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam-Himmel für heute. Entschuldigung, dass meine Stimme in dem letzten Part und diesem Part ein bisschen abkackt, aber man kennt das ja, der Herbst spricht ein, es wird wieder kälter, alles wird anfälliger und ja, bei so vielen verschiedenen Stimmen kann es dann mal vorkommen, dass ich ein bisschen husten muss und dann kriege ich keine hohen Stimmen mehr. Egal, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dahin, ciao.